Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zum Konzertpausengespräch des Debüts im Deutschlandradio Kultur. Ich freue mich sehr, den Interpreten des Abends, Daniil Trifonov, hier im Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Hallo. Wenn man Sie am Klavier sieht, Daniil Trifonov, dann ist die Symbiose zwischen Ihnen und dem Instrument geradezu physisch spürbar, erlebbar. Sie sind 22 Jahre jung, spielen seit Ihrer frühen Kindheit Klavier, auch wenn da mal am Anfang kurioserweise das Keyboard stand. Erzählen Sie uns davon, wie haben Sie Ihr Instrument gefunden oder hat umgekehrt das Klavier Sie gefunden? На самом деле, я должен сказать, что поведение за роялем, оно в большей степени диктуется самой музыкой. Ich habe die ersten musikalischen Schritte am Klavier gemacht, als ich noch in Nizhny Novgorod lebte. Und zwar sofort, nachdem meine Eltern mein Interesse an diesem Instrument entdeckt haben. Tatsächlich hatte ich davor mit dem Spiel auf elektronischen Tasten begonnen, denn mein Vater ist Komponist und er benutzte einen Synthesizer für die Arbeit an seinen Werken und für eigene Aufnahmen. Ich wurde dann sehr bald in die Musikschule geschickt und habe mich da mit großer Freude mit Musik beschäftigt. Als ich dann 9 Jahre alt war, beschloss die ganze Familie nach Moskau zu gehen, damit ich dort am Gnessin-Institut die 10-jährige Ausbildung durchlaufen konnte. Der entscheidende Grund, nach Moskau zu gehen, war die Möglichkeit, bei Tatjana Seligman zu studieren, eine wunderbare Pädagogin, deren Schüler Konstantin Lifschitz oder Alexander Kobrin waren und viele andere. Und auch die Entscheidung, nach Cleveland zu gehen, war motiviert durch die Möglichkeit, bei einem bestimmten Lehrer, nämlich bei Sergei Babayan zu studieren. Da hatte ich das Gnessin-Institut schon absolviert und bin dann danach nach Cleveland gegangen. Уже в более позднем возрасте, когда я уже окончил Гнесинскую школу, вот после по окончанию я уже тогда переехал в Кливленд. Gut, zu Cleveland kommen wir nachher nochmal. Mich interessiert, wie sah denn die Ausbildung an diesem Gnessin-Institut konkret aus? На самом деле, Гнесинский институт – это уже следующая ступень, это как аналог консерватории. Große Aufmerksamkeit galt bei uns der Harmonielehre und der musiktheoretischen Ausbildung. Als ich in Cleveland mit dem Studium anfing, konnte ich alle Pflichtkurse praktisch in einem halben Jahr absolvieren, weil wir das alles schon im Gnessin-Institut gelernt hatten. Und nicht zu unterschätzen sind vor allem die Verdienste meiner Lehrerin Tatjana Seligman. Sie ist sehr genau und sie entwickelt ihre Lerninhalte auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Sie hat uns etwa Musik aus ihrer wunderbaren Plattensammlung vorgespielt. Aufnahmen großer Interpreten wie Alfred Cortot oder Wladimir Horowitz oder Ignaz Friedman. Natürlich auch Rachmaninov, Hoffmann und viele andere. Владимир Горовиц, Игнац Фридман, конечно же, Рахманинов, Гофман и многие другие. Sie haben es erwähnt, seit 2009 leben Sie in den USA und sind wirklich dorthin gegangen, ans Cleveland Institute of Music, wegen des armenisch-amerikanischen Lehrers, den Sie dort haben, Sergei Babayan. Sehen Sie sich selbst also auch in der Tradition dieser russischen Klavierschule als Schüler von Babayan? Преподаватели Сергея, они являлись учениками Вера Васильевна Гранстаева и Sergejs Lehrer, also Vera Gornostajeva und Lev Naumov, waren selbst Schüler des legendären Heinrich Neuhaus und auch Tatjana Seligman. Im Prinzip stehen sie alle für diesen Zweig der Neuhausschule. Natürlich hat jeder dieser Pädagogen seine Besonderheiten, seinen einzigartigen Blick auf Interpretationen, auf technische und erst recht emotionale Dinge. Es ist schwer, die russische Schule zu verallgemeinern. Jeder bringt da seinen eigenen Beitrag ein. Aber in erster Linie ist es vielleicht die Nähe zur Gesanglichkeit. Den größten Beitrag zur russischen Schule haben in diesem Zusammenhang vielleicht gerade die Komponisten geleistet. Die großen Werke von Tschaikowski oder Rachmaninov. Wir берем великие произведения Чайковского, Рахманинова, то у них огромную роль играет песенность. Kommen wir zur Gegenwart. Sie sind momentan ein hochgefragter Interpret für Veranstalter in aller Welt. Und das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass Sie in der Saison 2010-2011 in kürzester Zeit bei 3 hochrenommierten Wettbewerben erfolgreich waren. Beim internationalen Chopin-Wettbewerb in Warschau, beim Arthur Rubinstein-Wettbewerb in Tel Aviv und schließlich beim Tschaikowski-Wettbewerb in Moskau, wo Sie außerdem noch den Grand Prix des Gesamtwettbewerbs erhielten. Gibt es da Werke, denen Sie besonders vertrauen? Во время подготовки к конкурсу Шопена, конечно, основное внимание уделялось репертуару великого польского композитора.
Als ich mich für den Chopin-Wettbewerb vorbereitet habe, galt alle Aufmerksamkeit natürlich einzig dem Repertoire des großen polnischen Komponisten. Das ganze Jahr 2010 war ja praktisch seinem Werk gewidmet. Aber bei den anderen beiden, dem Rubinstein- und dem Tschaikowski-Wettbewerb, war ein breit gefächertes Programm gefordert. Komponisten aus unterschiedlichen Epochen, Werke von Tschaikowski, Skriabin, Prokofjew, Mozart, Liszt, sogar Scarlatti und Haydn. Dank der großen Aufmerksamkeit für Chopins Werk war es aber vielleicht doch insbesondere dessen Musik, die mich am meisten inspiriert hat. Seine Etüden, Opus 25 und sein erstes Klavierkonzert, das ich beim Rubinstein- und Tschaikowski-Wettbewerb gespielt habe. In einer der Wettbewerbsjurys saß ja Martha Argerich, die seitdem ein ganz großer Fan ihres Klavierspiels ist. Es gibt da ein Zitat von ihr, das seither immer wieder publiziert wird. Daniil Trifonow hat alles und mehr. Was er mit seinen Händen tut, ist technisch unglaublich. Es ist auch sein Anschlag. Er hat Zartheit, aber auch das dämonische Element. Ich habe niemals so etwas gehört. Zitat Ende. Das geht weit über eine nett gemeinte Lobesbekundung hinaus. Wie sieht Ihr Kontakt zu Martha Argerich heute aus? Уже после конкурса Шопена я получил приглашение участвовать в ее фестивале в Японии. Gleich nach dem Chopin-Wettbewerb erhielt ich von ihr die Einladung, an ihrem Festival in Japan, in Beppu, teilzunehmen. Da klingt in der Regel nur Kammermusik. Das war natürlich eine riesige Ehre für mich, dort aufzutreten. Ich war sehr gerührt von ihren Worten. Aber nichtsdestoweniger muss man sich immer wieder neue Ziele setzen, neue Ideen entwickeln. Woher kommt Ihre musikalische Reife und diese große Intensität? Haben Sie selbst eine Erklärung dafür? Als ich in die Klasse von Sergei Babayan kam, gab es in seinem Unterricht sehr viel Aufmerksamkeit für die atmosphärische Konstitution eines Werks. Überhaupt die allgemeine Richtung in Sergeis Unterrichtsphilosophie ist die geistige, die spirituelle Strömung in einem Werk. Das kann möglicherweise einen Ausweg in der Emotionalität finden. Gibt es Dinge außerhalb der Musik, die Sie geprägt haben? Unterschiedliche kulturelle Ereignisse sind da für mich untrennbar verknüpft. Das kann die Erfahrung von Literatur sein, aber auch ernste, tiefsinnige Filme. Ich habe in der Vergangenheit schon lange alle Filme von Tarkovsky oder von Fellini gesehen. Das sind für mich ideale Kinematografen. Riesigen Einfluss auf meine Interpretationen hat auch ein Film wie Hamlet, der sowjetische Film Hamlet, noch aus Zeiten der Sowjetunion, mit Smoktunovsky in der Hauptrolle. Wenn man versucht, bestimmte Dinge auf das Klavier zu übertragen, vorausgesetzt, es gibt da in einem konkreten Werk eine mögliche atmosphärische Übereinstimmung. Wie zum Beispiel bei Chopins 24 Präludien, dieses langsame zweite Präludium, da ist dieser Zustand des Sein oder Nichtsein, ein Dialog über die Ewigkeit. Kommen wir zum Programm dieses Abends. Sie haben für den ersten Teil des Konzerts Schuberts Sonate für Klavier B-Dur, Deutschverzeichnis 960, gewählt. Er hat sie in seinem letzten Lebensjahr 1828 komponiert, ein Werk eingebunden in eine besondere Trias von Sonaten, die sich auf ihre ganz eigene Art und Weise mit Beethoven auseinandersetzen. Was hat Sie gereizt, dieses Werk heute Abend fürs Debüt im Deutschlandradio auszusuchen? Конечно, это абсолютно великая соната с трепещущим мистическим подтекстом и с определенной долей и религиозности. Natürlich ist das eine absolut gewaltige Sonate mit einem empfindsamen mystischen Subtext und auch mit einem bestimmten Anteil an Religiosität. Da ist wohl etwas Unerklärliches in dieser Sonate, außer ihrer berückenden Schönheit und diese unglaubliche Länge des kompositorischen Gedankens. Und das spiegelt sich auch in der Form. Ich bin ja gerade aus Samara gekommen und dort habe ich dasselbe Programm gespielt. An dem Tag war gerade das russische Osterfest. Da öffnet sich natürlich die Idee dieses Werks plötzlich wie von Neuem an so einem wichtigen russisch-orthodoxen Feiertag. Diese Sonate klingt überhaupt jedes Mal wie aufs Neue. So viele große, bedeutende Interpretationen es auch gibt, so unterschiedlich klingt sie jedes Mal. Diese Sonate ist ein Rätsel.
и сколько великих исполнений этой сонаты, и все настолько различны друг от друга. Эта соната — загадка. Gilt Ähnliches für das Werk, das wir gleich nach der Konzertpause hören werden, Chopins 24 Präludien, Opus 28. 24 Präludien Chopina, конечно, занимают очень особое место в его творчестве. Die 24 Präludien Chopins nehmen in seinem Gesamtwerk natürlich einen besonderen Platz ein. Was die Interpretation angeht, sind sie schwieriger als viele seiner anderen Werke. Und zwar dank ihrer Vielgestaltigkeit, der unterschiedlichen Befindlichkeiten. Man muss auf der Bühne einigermaßen geschmeidig, agil in der Seele sein, um reagieren zu können auf all diese Wechsel von Moment zu Moment. Diese Empfindung momentaner Veränderung macht diese Präludien so besonders. Was ihre Vielgestaltigkeit angeht, sind sie eine Enzyklopädie der Emotionen Chopins. По разносторонности образов это просто энциклопедия эмоций Шопена. Daniel Trifonov, alles Gute für Ihre Zukunft. Wir werden die weiterhin gespannt verfolgen und freuen uns jetzt erstmal auf den zweiten Teil Ihres Konzerts. Vielen Dank, Daniel Trifonov. Vielen Dank.